Hallo Power-Apperin, mein Name ist Robin und heute widmen wir uns einem Problem, das euch in fast jeder Power-App begegnen wird. Listen werden schnell länger, als ihr sie auf einem Bildschirm darstellen könnt. Daher zeige ich euch nach dem Intro alles, was ihr über Filterfunktionen in Power-Apps wissen müsst. Wir befinden uns im gewohnten Setting. Wir sind der Träger von mehreren Kitas. Bisher hatten wir immer 9 Kitas in der Liste. Die Liste habe ich ein bisschen auf 20 Kitas oder so erweitert, dass es sich auch lohnt, Filterfunktionen zu benutzen. Zuallererst möchte ich euch aber zeigen, dass ich die Galerie wieder ein bisschen umgebaut habe, die wir in den letzten Folgen schon einmal gebaut und dann noch verändert haben. Das möchte ich machen, um euch ein paar Impulse zu geben, wie ihr Galerien gestalten könnt. Hier habe ich jetzt so einen Halbkreis eingebaut und den Highlighter habe ich jetzt auch in diesem Halbkreis hinter dem Bild der Kita angeordnet. Und diesen rechten Pfeil, um auf die Bearbeiten-Einstellung zu kommen, sieht man nur, wenn man den Eintrag angeklickt hat. Wenn ihr meine letzten Folgen geschaut habt, dann wisst ihr bestimmt, wie ihr das auch bei euch umsetzen könnt. Aber heute geht es um diesen Filterbereich hier oben. Was können wir hier machen? Stellen wir uns vor, wir hätten hier nicht 9 oder 20, sondern vielleicht 1000 Einträge. Da kann man ewig scrollen und findet nicht den Eintrag, den man suchen will. Daher habe ich hier 3 verschiedene Möglichkeiten, die Auswahl einzuschränken. Ich kann einerseits entweder nach dem Namen der Kita oder der Stadt filtern. Hier mal beispielsweise Land oder Stuttgart. Und sehe, hier sind jetzt nur noch Kitas aus Stuttgart. Dann kann ich hier die Suche resetten, kann hier nach Ganztagsbetreuung, dann wird die Uhr hier lila, also bei allen, wo es Ganztagsbetreuung gibt, oder ohne Ganztagsbetreuung suchen, kann auch diesen Filter wieder resetten. Und dann kann ich abschließend noch einen Filter für den Altersbereich ein- oder ausschalten, wenn ich zum Beispiel Kindergarten 2 bis 6 Jahre suche oder nur Krippe 1 bis 3 Jahre, dann werden mir die entsprechenden Filter angezeigt, kann den Filter an- und ausschalten und kann aber auch alle Filter zusammen benutzen. Und jetzt gehen wir Schritt für Schritt durch, wie wir diese einzelnen Filter einbauen und was es für verschiedene Filterfunktionen in Power Apps gibt. Um das Schritt für Schritt nachzubauen, löschen wir natürlich erstmal alles raus, was ich hier hinzugefügt habe. Als ersten kleinen Tipp hattet ihr vielleicht gesehen, dass ich einen Hintergrund mit abgerundeten Ecken verwendet habe. Das funktioniert leider nicht, wenn ich einfach ein Rechteck verwende. Daher ein kleiner Trick. Wie mache ich sowas? Ich nehme statt einem Rechteck eine Schaltfläche, ziehe mir die hier hin, wo ich sie brauche und sage einfach über die Fill-Eigenschaft, dass die Schaltfläche weiß sein soll. Und die Border Thickness, also der Rand auf 0. Bei Schaltflächen kann ich mir, wie bei zum Beispiel bei Bildern, den Randradius frei einstellen. Wir starten mal mit einem einfachen Filter, wo ich mit einem Textfeld den Namen der Kitas durchsuchen kann. Dazu fügen wir zuerst eine Texteingabe ein. Machen die hier oben hin. Ihr habt vielleicht gesehen, dass ich die vorher in Grau hatte. Da habe ich hier den RGBA-Wert von 3x230 genommen. Dass auch jeder erkennt, dass es sich hier um ein Suchfeld handelt, habe ich hier noch ein kleines Icon zur Suche reingemacht. Und wir nehmen als Standardtext, den nehmen wir raus und nehmen hier den Hint-Text und hier schreiben wir rein, nach was man suchen kann. Da wir immer wieder auf dieses Textfeld zugreifen müssen, empfiehlt es sich spätestens jetzt, die Felder auch sauber zu benennen. Dieses Feld nenne ich jetzt mal Textsuche. Ich würde euch aber in euren produktiven Apps empfehlen, sowieso alle Elemente richtig zu benennen. Wie ihr hier seht, war ich ein bisschen fleißiger als in den letzten Folgen und habe in der gesamten Galerie die Icons mal sauber benannt.
Jetzt stellt sich die Frage, wo stelle ich denn eigentlich diese Suchfunktion ein? Zuallererst verrate ich euch, auf diesem Textfeld passiert gar nichts. Hier könnt ihr nur was eingeben und diesen Text verarbeiten wir dann an anderer Stelle weiter. Wo die eigentliche Musik spielt, das ist hier auf der Galerie in der Einstellung Items. Da steht bisher die Tabelle Einrichtungen drin. Die wird auch weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Da nehmen wir natürlich die Listeneinträge raus. Aber hier kommt jetzt wieder etwas Code ins Spiel. Zuallererst möchte ich mit euch die drei Suchfunktionen in Power Apps durchgehen. Das ist einmal die Search-Funktion, dann die Lookup-Funktion und als letztes die Funktion, die ich immer für Suche nehme, die Filter-Funktion. Wir starten also mit der Search-Funktion. Jetzt gucken wir einfach mal, welchen Tooltip uns hier Power Apps gibt. Der will zuerst eine Quelle. Das wird wieder die Tabelle Einrichtungen sein. Dann möchte er einen Text und das ist das Textfeld Suche.Text, also der Inhalt, den ich in das Textfeld reinschreibe. Und dann will er beliebig viele Spalten haben, in denen er suchen kann. Wir nehmen also mal die erste Spalte und das ist die Titelspalte, in der steht der Name der Einrichtung drin. Den will er hier in Anführungszeichen haben. Und jetzt haben wir noch nichts eingegeben und sehen, dass alle Kitas angezeigt werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel Land eingebe, dann sehe ich Abenteuerland und Märchenland. Hier ist ihm auch egal die Groß- und Kleinschreibung. Und ich kann irgendwo beliebig in dem Namen suchen. Ich habe gerade gemerkt, dass wenn ich hier über die eingefügte Schaltfläche drüber gehe, sich die Farbe ändert. Da muss ich noch den Modus ändern, dass wir nicht im Edit-Modus sind, sondern im Display-Modus. View. Und jetzt passiert es nicht mehr. So, nach dem Name kann ich schon suchen. Jetzt möchte ich aber auch noch im Ort suchen. Und jetzt mache ich noch ein Semikolon und da sagt er nochmal Spalte und ich könnte beliebig viele Spalten hier eingeben. Jetzt suche ich auch nach Ort und jetzt könnte ich hier auch Stuttgart eingeben zum Beispiel oder Berlin oder in München habe ich noch welche. Wie man sieht, ist diese Search-Funktion sehr einfach in der Handhabung, aber auch beschränkt. Ihr habt am Anfang gesehen, dass ich auch aus einem Radio-Feld ausgewählt habe und aus einem Dropdown-Menü ausgewählt habe. Das kann man mit der Search-Funktion nicht so einfach umsetzen. Und daher schauen wir uns jetzt die nächste Filterfunktion an und das ist die Lookup-Funktion. Jetzt gehen wir wieder hier auf die Item-Eigenschaft von der Galerie und statt Search nehmen wir hier jetzt Lookup. Da ist der Code ein bisschen anders. Er will auch wieder Tabelle Einrichtungen, aber dann will er Bedingungen, die wahr werden müssen, dass die Suche erfüllt wird. In unserem Fall sagen wir jetzt, der String, den wir eingeben, soll in der Spalte Ort stehen. Wir nehmen wieder das Textfeld Suche.Text. Und der Befehl hierfür heißt auch wirklich einfach in. Hier will er keine Hochkommas. Und hier seht ihr auch schon das Problem an der Lookup-Funktion. Die benutzt ihr nämlich immer, wenn ihr einen einzelnen Datensatz finden wollt. Er spuckt euch nämlich immer nur das erste Ergebnis aus, das er findet. Das kann sehr oft sinnvoll sein, aber nicht, wenn ich so eine Filterfunktion bauen will. Ich wollte es euch nur der Vollständigkeit halber sagen, weil es eben diese drei Suchfunktionen Search, Lookup und Filter gibt. Filter macht genau das gleiche wie Lookup, nur dass es sich eben nicht auf das erste Ergebnis beschränkt. Sondern jetzt habe ich alle für München. Oder für Stuttgart oder für Berlin. Vorher hatte ich aber noch die Möglichkeit, auch noch im Titel, also im Name von der Kita zu suchen. Das will ich hier jetzt auch wieder machen. Hier sind die Bedingungen nicht mit einem Oder verknüpft,
wie bei der Search-Funktion, sondern mit einem unverknüpft. Das heißt, ich könnte hier jetzt nicht noch mit Semikolon das hinzufügen, sondern ich muss hier selber eine Oder-Funktion einfügen. Und jetzt nehme ich einfach wieder den gleichen ersten Teil, Textsuche.text, und sage diesmal in Title. Und so habe ich mit einem kleinen bisschen mehr Mühe die Search-Funktion nachgebaut. Wie ihr hier seht, kann ich jetzt auch wieder nach Land suchen. Ich habe den entscheidenden Vorteil, dass ich in der weiteren Gestaltung der Suchfunktion deutlich freier bin als mit der Search-Funktion. Daher nehme ich, wie gesagt, immer die Filterfunktion. Jetzt möchte ich euch hier zeigen, wir konnten hier die Suche resetten. Und außerdem hat sich, sobald ich hier was eingegeben hatte, die Lupe in ein X verwandelt. Was ich machen möchte ist, wenn das Feld leer ist, dann soll da ein X erscheinen. Wenn in dem Feld was drin steht, dann soll die Lupe erscheinen. Der Befehl hierfür ist denkbar einfach. isBlank Textsuche, also wenn dieses Textfeld leer ist, dann möchte ich das Such-Icon haben. Wenn was drin ist, dann möchte ich das Kreuz haben. Jetzt habe ich noch den if-Befehl vergessen, also wenn es leer ist, dann das Suchen, dann die Lupe, wenn nicht, dann das Kreuz. Und was du bitte machen sollst, ist, wenn du drauf drückst, dann reset mir dieses Feld. Und der Befehl hierfür ist natürlich auch reset. Beim Draufdrücken setzt sich dann das Feld zurück und damit auch die Suche zurück. Als nächstes wollen wir das Feld bauen, mit dem wir die Ganztagsbetreuung abfragen können. Dazu habe ich hier ein kleines Label mit dem Text Ganztagsbetreuung eingefügt und darunter eine Radiobox. Machen hier das alles noch ein bisschen größer, die Auswahlfelder ein bisschen kleiner. Zupfen das alles zurecht, dass es passt. Auch dieses Feld benennen wir jetzt wieder. Und wollen jetzt die Optionen hier Ja und Nein nennen. Hier kann ich jetzt immer zwischen Ja und Nein auswählen. Und jetzt kommt der eigentliche Clou, wie ihr mehrere Suchen miteinander verkettet. Diese Suchfunktion wird jetzt deutlich länger und etwas komplexer, daher versuchen wir sie auch besser zu strukturieren. Jetzt haben wir alle Suchoptionen, wollen wir hier einfach untereinander eingeben. Ich habe ja vorher schon gesagt, die einzelnen Wahrheitsprüfungen sind hier mit einem und verknüpft. Jede einzelne Wahrheitsprüfung muss den Wert wahrhaben, dass ein Suchergebnis ausgegeben wird. Bei der Radiobox werden wir gleich sehen, haben wir drei mögliche Ergebnisse. Einmal Ganztagsbetreuung Ja, Ganztagsbetreuung Nein und kein Feld ist ausgewählt. Das soll dann heißen, zeig mir sowohl mit Ganztagsbetreuung als auch ohne Ganztagsbetreuung die Kitas. Daher nehmen wir wieder den Switch-Befehl, den ihr auch schon aus den letzten Folgen kennt. Und brauchen hier selected.value. Das kann einmal den Wert Ja haben
Und da sagen wir dann, muss Ganztagsbetreuung gleich true sein. Es kann den Wert nein haben. Da ist dann Ganztagsbetreuung gleich false. Jetzt gucken wir einmal zwischendurch, ob das schon funktioniert. Ganztagsbetreuung nein. Hier ist es ausgegraut bei allen Einträgen. Ja, dann habe ich nur die Einträge mit Ganztagsbetreuung. Die Suche scheint also soweit zu funktionieren. Jetzt hattet ihr vorher noch gesehen, ich hatte hier ein kleines X daneben, mit dem kann ich das auch resetten. Dann ist hier gar nichts ausgewählt. Das ist wieder der Reset-Befehl. Und jetzt findet er aktuell gar nichts mehr, weil weder Ja noch Nein ausgewählt ist. Und da müssen wir jetzt noch ein bisschen nachbessern. Der letzte Wert, den ich hier eingebe beim Switch-Befehl, der bedeutet ja immer für alle anderen Werte. Und daher gebe ich jetzt ein True. Wir testen das jetzt nochmal und dann kommen wir nochmal auf dieses True zurück. Das ist nämlich der Schlüssel bei dem Ganzen hier. Also, ich habe nichts ausgewählt, dann werden mir alle angezeigt. Ich habe Ja ausgewählt, dann werden mir alle mit angezeigt. Nein ausgewählt, dann werden mir alle ohne angezeigt. Jetzt setze ich wieder zurück und es werden mir sowohl mit als auch ohne angezeigt. Also nochmal ganz langsam dieses True da hinten. Was bedeutet es? Wenn weder Ja noch Nein ausgewählt ist in der Radiobox, dann gib mir hier bitte den Wert True aus. Jetzt müssen wir wieder in die Filterbedingung gehen und hier will er eine Wahrheitsprüfung. Das heißt, dieser zweite Teil, dieser ganze Switch-Befehl wird true, weil ich es ihm hier an letzter Stelle sage, wenn weder Ja noch Nein ausgewählt sind. Er gibt jeden Wert aus der Liste aus, unabhängig davon, was in Ganztagsbetreuung drinsteht. Und sowas braucht ihr oft bei Filtern, dass ich Filter ein- und ausstellen kann. Und beim nächsten werden wir das gleich nochmal machen, um es auch zu verinnerlichen. Da hatte ich ein Dropdown-Feld gemacht, wo der Altersbereich in der Kita abgefragt werden kann. Da gab es vier Altersbereiche, alle Alter zwischen 1 bis 6, nur Krippe zwischen 1 bis 3 und dann von 2 bis 6 Jahren und der normale Kindergarten von 3 bis 6 Jahren. Da fügen wir dann ein Dropdown-Feld ein. Auch dieses Dropdown-Feld benennen wir wieder und nennen es Drop Alter. Hier möchte ich jetzt ein bisschen eleganter vorgehen, als einfach hart zu coden, welche Altersbereiche es gibt. Und vor allem habe ich hier auch Strings drinstehen. Das heißt, ich müsste die wirklich Buchstabe für Buchstabe richtig coden, dass es funktioniert. Und da ich schon in der zugrunde liegenden SharePoint-Liste Auswahlmöglichkeiten aufgestellt habe, kann ich genau auf die zugreifen. Dafür verwende ich den Befehl Choices aus Tabelle Einrichtungen und der Spalte Altersbereich. Und sehe hier, habe ich genau die Auswahlmöglichkeiten aus der SharePoint-Liste, die ich jetzt auch nutzen kann, um danach zu suchen. Jetzt nehme ich die nächste Zeile hier. Jetzt möchte ich abfragen, Altersbereich.value ist gleich Jobalter selected value. Das scheint auch zu funktionieren. Hier an den Icons sehe ich, dass sich immer alle vom gleichen Altersbereich, also hier 1 bis 6 Jahre
und hier nur Krippe 1 bis 3 Jahre als Ergebnisse erhalte. So einfach ist es auch schon hier mit dem Dropdown-Feld zu arbeiten. Jetzt möchte ich aber noch die Möglichkeit einführen, dieses Dropdown-Feld zu nutzen oder nicht zu nutzen, also auszugrauen. Anfangs hatte ich hier ein Filtersymbol, dafür brauchen wir aber schon Variablen. Daher habe ich mich kurzfristig entschieden, hier einen Umschalter einzubauen. Und die beiden Möglichkeiten nenne ich Altersfilter aus und Altersfilter ein. Ich muss den ein bisschen breiter machen. So irgendwie stelle ich mir das jetzt vor. Und jetzt möchte ich, dass wenn dieser Toggle, den benenne ich auch noch um, an ist, dass hier das Feld aktiviert wird und wenn nicht, dass es deaktiviert wird und natürlich auch gleichzeitig die Suchfunktion sich anpasst. Daher gehe ich hier in den Display Mode und sage, wenn dieses Toggle-Feld wahr ist, Value muss hier noch hinten dran. Dann möchte ich in den Edit-Modus, sonst in den Disabled-Modus. Das scheint schon mal ganz schön zu funktionieren. Aber jetzt muss ich noch das Gleiche hier auch dem Filter sagen. Und da nehme ich wieder diesen Trick mit dem True hinten dran. Also wenn dieses Feld hier wahr ist, dann filter bitte nach dem Altersbereich, den ich in dem Dropdown-Feld eingestellt habe. Und wenn es falsch ist, dann setz meinen Wert bitte wieder einfach auf True und gib mir damit alle Altersbereiche aus. Hier sehe ich jetzt auch das Ergebnis. Schauen wir uns nochmal in groß an. Jetzt alle Altersbereiche und wenn ich den jetzt anmache, dann darf es mir nur den Krippe U3-Bereich anzeigen, also nur Einträge, wo dann hier dieses Baby erscheint. Das ist auch richtig. Und jetzt kann ich ganz normales Dropdown-Feld nutzen. Und jetzt ist es wieder aus. Wie ihr das dann mit dem kleinen Filtersymbol und einer Variable umsetzt, das erkläre ich euch in einer späteren Folge. Und dann hatte ich einfach noch hier einen Button drin, auf dem Stand Filterfunktion zurücksetzen. Und hier ist auf dem OnSelect ganz einfach alles, wird alles einmal resettet, also Reset der Text. Also einfach nochmal in Summe alles hintereinander, was ich schon auf den anderen hatte. Reset das Radiofeld und hierzu muss ich noch einmal den Toggle resetten, der als Default Value wahrscheinlich falsch hat. Also mache ich hier alles an. So, alles an, einmal drauf. Und er setzt alle zurück. Hervorragend. Auf zwei ganz kleine Aspekte möchte ich noch eingehen, bevor wir die Folge beenden. Und das wäre einmal hier dieses kleine In, nach dem wir gesucht haben. Hier können wir jetzt statt dem In auch verschiedene Operatoren einsetzen. Der einfachste ist hier unten dieser Ist-Gleich-Operator. Und jetzt will er genau den String haben von der Kita.
Bei Abenteuerlan macht er noch nichts. Bei Abenteuerland kommt die Kita Abenteuerland. Und hier kommt es auch auf die Groß- und Kleinschreibung an. Das heißt, mit einem kleinen a findet ihr nichts. Ich könnte außerdem auch Starts with verwenden. Jeden, der jetzt rudimentäre Englischkenntnisse besitzt, wird klar sein, was das bedeutet. Ich gleiche hier noch alles an, dass es passt. Also er will hier erst den Text wissen und dann den. Ich muss es umdrehen. So, jetzt funktioniert's und er sucht jetzt, wenn ich Aben eingebe, findet er Abenteuerland. Wenn ich Land eingebe, was ich vorher mal als Beispiel genommen habe, dann findet er nichts. Genauso gibt es noch Answif, der funktioniert dann genauso. Dann könnte ich auch wieder nach Land suchen. Und krieg hier die beiden Kitas mit Land hinten dran. Und als letztes möchte ich euch noch den Exact-in-Operator zeigen. Der funktioniert genauso wie in, nur dass es hier auch auf die Groß- und Kleinschreibung ankommt. Hier findet er das Land. Wenn ich jetzt aber Land groß schreibe, dann funktioniert es nicht mehr. Wenn ich jetzt wieder den ursprünglichen In-Operator nehme, dann funktioniert es mit einem großgeschriebenen Land auch. Meistens ist der In-Operator, den wir ja von Anfang an genommen haben, auch der sinnvollste. In Sonderfällen kann es aber natürlich mal sein, dass ihr was anderes braucht. Und dann noch ein kleiner Hinweis. Ihr werdet es vielleicht schon ein paar Mal gesehen haben. Hier gibt es böse blaue Linien. Da gucken wir mal, was er uns hierzu sagt. Hier geht es ums Thema Delegierung. Dieses Thema könnt ihr erstmal getrost vergessen. Wenn eure Liste weniger als 500 Einträge hat, danach brauchen wir einfach andere Strategien, die ich euch an anderer Stelle mal zeige. Wenn wir Listen mit bis zu 2000 Einträgen oder Listen bis zu 30 Millionen Einträgen, das ist das Limit von SharePoint, durchsuchen wollen. Das kriegen wir auch hin, versprochen. Wenn ihr jetzt alles über Suchfunktionen gelernt habt, die ihr für eure Power App braucht, dann würde ich mich über ein Like freuen. Wenn du die nächsten Videos nicht verpassen willst, dann abonnier doch meinen Kanal. Und wenn du doch noch Fragen zur Suchfunktion hast, dann kannst du sie gerne unten in den Kommentaren loswerden. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, euer Robin.